Im zweiten Video geht es jetzt darum, wie ich ein Volumen erzeugen kann. Ich habe einen B-Ring-Sketch, den ich im ersten Video erzeugt habe. Die nächste Aufgabe wäre jetzt, eine weitere Kurve zu erzeugen, die einen Kreis darstellt. Man kann das sehr gut annähern und da gibt es eine Methode, Create Sketch Circle. Und der erzeugt mir zunächst erstmal den Sketch für die Pole, den ich brauche, um einen Kreis zu bekommen. Wenn ich den jetzt hernehme und ich erzeuge daraus den Bearing, dann sehen wir, das ist jetzt genau der Kreis, der jetzt auch die Basiskante dieses Zylinders ist. Blende den Zylinder mal aus und ich blende auch den Sketch da aus. Jetzt habe ich zwei Sketche und jetzt könnte ich als nächstes dort raus noch Hilfsdaten generieren, die mir die Tangenten festlegen für das spätere Volumen. Dazu ist der erste Schritt, dass ich suche die beiden Sketche, die ich hier habe, diese beiden B-Rings, die möchte ich mit Tangentialstreifen darstellen. Da gibt es hier ein Attribut Strip Mode, den setze ich auf True. Und da gibt es hier ganze Menge Parameter und ich setze jetzt hier dieses Attribut Strip Mode auf True. Und dann sehe ich, jetzt haben die auf einmal solche Streifen für die Tangenten. Und das nächste, was ich jetzt mache, ist, dass ich den Inneren hernehme und einfach mal nach oben verschiebe. So, und jetzt kann ich beide Bearing-Sketche hernehmen. Und kannst du auch, mach hieraus ein B-Face, Assembly B-Face, das ist das hier. Und dann entsteht diese Figur. Das heißt, ich habe jetzt einen Übergang von dem unteren Ring zu dem oberen Ring. Und diese Hüllen, die ich jetzt hier noch sehe, die zeige ich mir einfach jetzt die Tangenten, wie die verlaufen. Und jetzt könnte ich hergehen und könnte sagen, ich möchte gern diesen Sketch editieren und ziehe das raus und dann merke ich, dann geht diese ganze Figur mit. Soweit so schön. Jetzt ist die nächste Frage, was ist das mit den Tangenten, wenn ich jetzt hier den unteren Sketch habe, den hier, dann kann ich jetzt festlegen, wie soll die Tangente nach oben gehen. Da gibt es ein Attribut Posttangent. Das blende ich ein, dann sehe ich alle, was es dazu gibt. Und ich kann dazu zunächst erstmal sagen, ich möchte gern, dass das Ganze jetzt skaliert wird, dass das größer wird. Also statt 100 nehme ich hier 120 und Y auch 120 und dann sehe ich, es geht jetzt nach außen. Das heißt, die Tangente geht nicht mehr senkrecht nach oben, sondern es geht hier nach außen. Und ich könnte diese Enden der Tangenten auch mal noch ein Stück höher schieben. Das hat momentan die Position 20. Da mache ich jetzt hier auch mal 120 draus. Dann steht es nach hier oben aus. Und ich blende das mal aus. Und jetzt sehen wir, dass es eben jetzt hier unten nicht mehr nach oben zusammenläuft, sondern nach außen. Ich kann das jetzt noch verstärken, indem ich den Faktor für die Skalierung hier vergrößere auf 200. So, ich blende nochmal die Tangenten ein. So läuft das also nach außen raus. Und ich könnte genauso gut jetzt spaßeshalber auch sagen, die andere Richtung, die lasse ich nach innen gehen. Also ich nehme die Y-Koordinate von der Skalierung. Die stand jetzt auf 120, die lasse ich jetzt mal auf 50 gehen. Und dann zieht es das in diese Richtung nach innen zusammen. X geht nach außen, das haben wir hier diesen Flascheneffekt und Y geht nach innen. Hier haben wir natürlich den einen Pol ziemlich weit rausgezogen, das heißt, diese Einbeulung, das merke ich erst hier oben in dem Bereich. Das gleiche könnte ich dann genauso gut auch oben machen. Ich blende jetzt mal die beiden Sketche wieder aus, dann haben wir diese Flasche so in dieser Form und am Ende mache ich es jetzt noch so, dass ich das schließen möchte oben und unter und dann gibt es hier die Gruppe Closing und dann habe ich die Endgruppe
Ebenen oben und unten und die schalte ich jetzt ein. Und damit ist meine Flasche oben und unten erstmal planar abgeschlossen. Gut, ich mache das kommt mal weg und ich gucke mal die Information hier zu diesem Objekt an. Was sehe ich? Ich sehe jetzt V-Mult, das ist wieder die Multiplizität von der Kurve, von der Rippe. Und nach oben habe ich jetzt einfach nur zwei Rippen, das heißt U-Mult ist 4, 4. Ich habe gerade 3 mal 3 und habe insgesamt 52 Pole, die das Objekt hier beeinflussen. Was jetzt auch noch gehen würde, wäre die Änderung des oberen Teils. Also obere Teil ist dieser Bereich. Und zwar könnte ich jetzt bei dem hier oben sagen, ich möchte gern die Skalierung insgesamt vergrößern. Also es gibt hier einen generellen Scale, der ist momentan auf 100. Und machen wir es jetzt mal so, dass wir jetzt an der Stelle auch sagen 150. Dann ist es breiter und wir haben hier eine Ellipse.